Oh Mann, wem hast du es gezeigt? Verdrossen, dass er der 200-Jahr-Feier Amerikas nicht hatte beiwohnen können, beschloss Clutch Nixon, ein Stuntman, patriotischer als alle Gründerväter zusammen, das großartigste Land, das Gott je erschuf, durch einen weiteren todesmutigen Stunt zu ehren. An diesem ruhmreichen Tag flog Clutch höher, schneller und weiter als jedes andere Wesen in der Galaxis. Man sagt, dass selbst Außerirdische, die die Sprache des Präsidenten nicht sprachen, USA, USA jubelten, als sie dieses Ereignisses ansichtig wurden. Der Stunt namens Patriot Missile sollte eines Tages zu einem Waffensystem inspirieren, wurde jedoch nie wieder versucht. Einfach aus.
kann ich dich was fragen, Mann? Also, ich hab so nachgedacht. Kommen körperlose Abscheulichkeiten der Wissenschaft in den Himmel? Oder bin ich dazu verdammt, für immer unsterblich über die Erde zu wandeln und dabei immer gut auszusehen? Wie ein weibischer Vampir aus Louisiana, nur halt in einem Roboterkörper. Das ist nur einer von den schweren Gedanken, die mich plagen. Hast du eine Ahnung? Sag was. Dein Fuß? Dein rechter. Ah, perfekt. Der rechte Fuß? Gut, das ist mein Lieblingsfuß. Danke, Mann. Das einzige Teil, das ich wirklich haben will, fehlt natürlich immer noch. Was für eine Scheiße!
Ja, ich verstehe, okay? Aber lass uns hier erstmal fertig werden, klar? Wir vertrödeln nur wertvolle Zeit, Mann. Okay, aber denk ja nicht, dass ich es vergesse, Nick. Sicher nicht. Ich muss mein Paket alle 35 Sekunden richten und da ist nichts. Das ist komisch. Wir nähern uns Antenne B1. Meine Güte! Die Weltraumkrabben haben mir ja ganze Arbeit geleistet. Siehst du das? Weißt du, was mich am meisten am Mars ärgert? Keine Ahnung. Der drohende Untergang der Erde? Die Weltraumkrabben? Nein, das ist es nicht. Wo sind all die dreibrüstigen Frauen? Ich habe mich wochenlang umgesehen, mein Freund, und nicht eine einzige gesehen. Total Recall? Ja, die totale Lüge. Huck, du weißt, ich lieb dich, aber ich denk nur mal. Antenne B1 wiederhergestellt. Neue Energiezellen geortet. Systeme arbeiten nun auf 100%. Nick, Herc, ihr habt es geschafft. Kehrt bitte ins Kontrollzentrum zurück. Ihr müsst die Startsequenz einleiten. Aber was ist mit meinem Pecoroni? Er wurde geborgen. Verflixt und zugenäht! Sie hat meinen Willi gefunden! Ein voll funktionsfähiger Frankenhawk wird entstehen, Brosef! Ich werde wiedergeboren werden! Ich werde wiedergeboren! Okay, na los! Na los, 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 Mann! Na los! Was machen wir mit den Körperteilen? Initiiere die Startsequenz und ich kümmere mich um den Rest. Hast du gehört, Nick? Verstanden.
durch meine Systeme fließt. Oh mein Gott, hast du das gehört? Wir haben es geschafft, Mann, wir haben es geschafft. Und auch Echtzeit. Ich habe so lange darauf gewartet. Die Macht, die Kontrolle. Die kehre ich zurück zu meiner früheren Größe. Ich bin frei und ebenso meine unaufhaltsame Macht. Eine Macht, die alles, was meiner nicht würdig ist, verschlingt. Diese erbärmliche Maskerade kann enden. Meine Zeit ist nun gekommen. Hulk, hörst du das hier? Ich versuch's ja, Nick, okay? Entschuldigung, ein Ritt weiter. Die Zeit ist nun gekommen. Für was genau? Euch alle zu töten. Oh, scheiße. Total Psycho! Sie ist böse! Ich glaube nicht, dass wir das hätten ahnen können! Ah, wieso haben wir das nicht gemerkt? Willst du mich verarschen? Jetzt mach mal einen Punkt, Alter! Ich war von Ents unnachgiebigen Mangel an Interesse an mir geblendet! Und man sucht sich immer Partner, die wie die eigenen Eltern sind, Mann! Das weißt du doch! Du Idiot! Das werde ich dir nie verzeihen, Herc! Herc, ich bin ziemlich enttäuscht von dir. Hör mal, Lady, deine sexy Stimme lässt mich jetzt völlig kalt! Du bist erbärmlich und meines Geschenks nicht würdig. Verdammt! Sie klingt genau wie eine sexy Version von meinem Papi. Du wirst nie Erfolg haben. Du warst als Mensch ein Versager und jetzt bist du es auch. Warum macht mich das nur so an, Alter? Du federst mich an. 5 Minuten bis zur Zerstörung der Erde. Oh, Kacke, Mann! Die Startkapseln fahren hoch! Was sollen wir tun? Wir müssen sie zerstören, Mann, bevor er ihre Roboter zur Erde schickt. Das hilft mir! Mich kannst du nicht aufhalten. Du kannst nicht ändern, wie das enden wird. Ich brauche Hilfe! Sag mal, Papi! Beeil dich, Nick! Gott, Brot! Ich bin getroffen! Du bist so... Man schlägt die Zeit davon! Mach hin! Au! Man muss lernen, auszuweichen! Das Universum gehört mir. Das ist sinnlos. Mein ganzes Dasein ist sinnlos, Lady, okay? Ich bin einfach geboren worden. Mich hat keiner gefragt, okay? Nichts, was ich je getan habe, hat Sinn gemacht. Bis ich C4 an einen Affen gebunden habe. Zerstört! Einer ist noch übrig. Okay, du schaffst das, Mann. Ich glaube an dich. Mach mich stolz, Alter. Du hast keine Zukunft. Nur Leere. Dich wird das gleiche Schicksal ereilen wie jene, die vor dir kamen. Die, die so hoch hinaus wollten. Nach Zucker als sie schrieben. Oh Mann! Hör dich. Oh ja, Mann! Geschafft, Alter! Wir haben es geschafft! Wir haben die Invasion gestoppt! Nein! In die Fresse, Succubus! Hörst du mich an? Ben? Was ist mit dir passiert? Wir haben deinen ganzen Scheiß zerstört. Wir gewinnen, du verlierst. Siehst du deine blöden Teleporter? Haha, zerstört! Und nun zerstöre ich deine. Ups, ich glaube, sie ist sauer.
Scheiße, Huck, der Teleporter! Wir müssen uns beeilen! Was ist mit meinem Körper? Vergiss deinen Körper! Das einfach nicht. Die ganze Arbeit für nichts und wieder nichts. Wir waren so nah dran. Gehen wir weiter, Mann. Ich will hier nicht für immer festsitzen. Schwächliche Erdlinge, ihr habt nichts erreicht, nur eine kurze Verzögerung. Eure Art wird durch mich untergehen. Jetzt, später, es macht keinen Unterschied. Mann, das wird nie aufhören. Wir müssen eine Möglichkeit finden, sie endgültig auszuschalten. Ihr könnt mich nicht töten, denn ihr könnt mich nicht überlisten. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Initiiere Ausfallsicherung. Oh Mann! Was ist denn eine Ausfallsicherung? Du natürlich, Herc. Du bist die Ausfallsicherung. Danke. Was war das denn? Sekunde! Oh mein Gott, das bist ja... Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Du schießt auf uns! Ach du Scheiße, keine Ahnung, wie ich das verarbeiten soll! Moment! Anne hat uns dazu benutzt, meine Körperteile zu finden, damit sie einen Haufen böse Höcks zur Verstärkung bauen kann! Willst du mich verarschen? Das ist so gemein! Aber irgendwie auch... ziemlich cool, aber auch so gemein! Na los, schieß auf sie! Ich soll auf mich schießen? Alter, ich jetzt auf mich selbst? Das ist psychologische Kriegsführung, Ann! Voll und cool! Mann, jetzt sei nicht so weicher und zeig dir, dass ich dich nicht manipulieren kann! Ja, warum muss die Wahrheit nur so wehtun? Dein Widerstand wird nur von Ignoranz getrieben. Ja, sieh mal an, wir laugen sie aus, Mann. Wollen wir weiter? Scheiße! Au, oh, das hat direkt meine Lippe getroffen. Von dir gesehen. Schon gut, Mann, das verstehe ich. Es war sicher auch schwer für dich, mich ein paar Mal zu töten. Nein, das war kein Problem. Ja, ich verstehe dich, Alter. Total, ehrlich, okay, ich lass dir Freiraum. Thank you.
Wachmann, das ist es! Ziehen wir der Herren den Stecker raus! Halt! Oh, Scheiße! Einen Moment, Mann! Sie hat Kontrolle über meinen echten Körper! Oh, Mann! Das ist echt unheimlich! Bist du sicher, dass du das tun willst? Ich war mir noch nie im Leben bei etwas so sicher! Aber wenn du mich tötest, wird Herks Körper vernichtet. Oh Mann, das ist genau wie in diesen Polizistenfilmen, mit denen ein Partner eine Waffe am Kopf hat und der andere entscheiden muss, ob er schießt. Hier gibt es nichts zu überlegen, Herk. Dein Körper oder 7 Milliarden Menschen. Ach Gott, verdammt. Warte mal, lass mich mal meinen moralischen Kompass dazu befragen. Ich meine, vielleicht lastet der Tod von 7 Milliarden gar nicht so schwer auf meinem Gewissen, wenn es bedeutet, dass ich meinen Körper zurückbekomme, weißt du? Verdammt, Herk! 7 Milliarden Leben! Und dein Opfer wird sie alle retten! Ich bin sowas wie Robo-Jesus? Nenn es, wie du willst. Der Punkt ist, du wirst ein Held sein, Mann. Für immer. Meine Güte, Nicholas, du hast so recht. Du hast sowas von recht. Mann, ich kann es fast sehen. Herkamania ohne Ende. Es wird so viele Partys und Feierlichkeiten geben. Die Leute werden mir zu ihren Statuen bauen und Plüschtiere von mir machen. Ich krieg meinen eigenen Feiertag. Ich werde auf Geldscheinen sein. Vielleicht werde ich zum Star in ein paar Actionfilmen und muss nie wieder für irgendwas zahlen. Oh, man schenkt mir eine kleine Inselkette, die ich Herks und Caicos nenne. Und es wird eines von diesen Sex-Resorts sein, wo die Leute den ganzen Tag nackt rumlaufen. Alter, ich hau hier nur eine Idee nach der anderen raus. Ich hab noch gar nicht verdaut, was das wirklich alles bedeutet. Scheiße, machen wir es! Ich bin bereit, Nick! Mach schon, zieh den Stecker! Herk, tu das nicht! Ich liebe dich! Dann lass mich Maury Povich zitieren. Das war eine Lüge. Ich sag dir mal die Wahrheit, das hat mich echt mitgenommen, Mann. Sah ein bisschen endgültiger aus, als ich gedacht hab. Verdammt. Oh, Gott, es tut mir leid, Herk. Ich weiß, dass das nicht leicht für dich war. Ich schätze, ich habe ein Versprechen gebrochen. Hm? Es war die richtige Entscheidung, Mann. Du hast mir heute etwas beigebracht, Nicholas. Und zwar, dass es absolut nichts Wichtigeres gibt, als berühmt zu sein. Und manchmal muss man halt das loslassen, was einen zurückhält, um etwas zu erreichen. In diesem Fall war es halt mein Körper, von dem ich nun auf ewig getrennt bin. Nein, Herk, es ist vielmehr so, dass die Bedürfnisse vieler wichtiger sind als die Bedürfnisse weniger oder eines Einzelnen. Du weißt schon, das Opfer für das Gesamtwohl. Ja, nein, das habe ich nicht mitgenommen. Ich hab's für die Sexinsel getan. Ja, sei mir nicht böse, aber du bist nicht eingeladen. Nur Roboter und scharfe Weiber, die auf Sex mit Robotern stehen, sind zugelassen. Bist du bereit, hier abzuhauen? Ja, Alter, lass uns von diesem verdammten Planeten verschwinden, Mann! Also los, ich stelle noch die Koordinaten ein. Alter, weißt du, was das bedeutet, Mann? Wir sind Helden! Okay, verdammte Legenden, Alter! Nach der Parade und allem müssen wir uns unbedingt was zur Erinnerung stechen lassen. Also, du lässt dich stechen und ich lasse mir das Gleiche mit Henna aufmalen oder so. Herk, drück den Scheißknopf! Klar, ja, der Scheißknopf! Okay! Blauer Planet, die Helden kehren ein.